Ja, hallöchen. Ich wollte euch heute mal die Internetplattform ichlerneonline.de vorstellen. Das ist für mein Lernprojekt eigentlich perfekt, da es hier darum geht, Karteikästen mit einzelnen Karteikarten herzustellen und zu speichern und damit dann gezielt online zu lernen. Mein Lernprojekt besteht ja daraus, mein Englisch aufzufrischen und im Endeffekt aus dem Gelernten oder was halt von vornherein auch schon vorhanden war, ein englisches Gedicht zu schreiben. Und von daher habe ich mich jetzt für diese Seite entschieden. Ich hatte mir ein paar andere Plattformen angeguckt und dann habe ich aber direkt bei ichlerneonline.de gesehen, dass es da halt gezielt um Karteikarten geht. Und das eigentlich genau das Richtige für mich ist. Generell kann ich sagen, dass diese Seite echt leicht zu bedienen ist. Man macht sich halt erstmal einen Account, meldet sich an, wie immer gleiche Vorgehensweise. Man bekommt eine E-Mail mit Passwort etc. und kann sich dann eigentlich schnell wieder einloggen und loslegen. Ja, auf dieser Seite geht es ja, wie ich schon erwähnt habe, um Karteikästen. Ich hatte dann gestern mir schon mal einen Karteikasten erstellt. Das steht halt hier, wie ihr seht, meine Karteikästen. Den habe ich einfach Englisch genannt. Dann gehe ich da mal eben drauf. Da kann man nochmal eine extra Beschreibung eingeben. Ich habe mich jetzt auf Adjektive erstmal beschränkt, weil man ja in Gedichten unheimlich viel mit Adjektiven arbeiten kann. Ist kein Muss, aber man beschreibt ja viel Sinnbildliches und von daher dachte ich ja, Adjektive auffrischen kann ja nicht schaden. Weiter geht's nach unten. Also was auf jeden Fall eine coole Funktion ist, dass man, hier stehen die ganzen Wörter, die ich eingegeben habe, da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen, dass man auch ja, sich bestimmte Karteikarten raussuchen kann und die ausdrucken kann. Das heißt, hier ja, lebt das System einmal vom Online-Lernen, aber auch vom Nicht-Online-Lernen, sage ich jetzt einfach mal. Wobei man Karteikarten natürlich auch schnell einfach so schreiben kann. Aber ich fand es eigentlich ein ganz cooles Plus an dieser Seite. Also wie ihr seht, hatte ich mir hier, ich glaube, um die 10, 12 Wörter angelegt. Wenn ich mit diesen lernen möchte, dann gehe ich jetzt einfach auf jetzt lernen. So, und dann wird hier zum Beispiel, ich lerne jetzt von Deutsch auf Englisch. Ist ja eigentlich ganz sinnvoll, wenn man die deutsche Sprache als Muttersprache hat. Dann steht hier zum Beispiel das Adjektiv hilflos. So, und wenn ich hier auf Antwort mit Tastatureingabe, wenn ich da mal draufklicke, kann ich hier dann direkt die Antwort eingeben, also was hilflos auf Englisch heißt. Und das heißt helpless. Und dann gehe ich hier drauf, damit ich das eingebe. Und jetzt wird das grün angezeigt. Hier ist nochmal ein Häkchen. Das heißt, es ist richtig. Wenn ich jetzt weitergehen möchte, klicke ich einfach auf das Häkchen und dann kommt das nächste Adjektiv. Und dann geht das halt immer so weiter. Was auch ganz interessant natürlich ist, wie erstelle ich überhaupt einen Karteikasten? Da gehe ich dann hier drauf, neuen Karteikasten erstellen. Und dann kann man hier zum Beispiel einen Titel eingeben, wie soll der heißen, dann nochmal eine genauere Beschreibung und dann auch an welcher Uni oder Schule du bist, etc. etc., wie man halt sieht. Und hier nochmal ein Thema. Na, da bin ich dann natürlich auf Sprachen gegangen. Hier ist ja sinnvoll. Und dann kann man hier auch nochmal eingeben, ob andere Mitglieder dieser Seite das sehen dürfen, ob die damit lernen dürfen oder auch nicht. Das hatte ich jetzt nicht gemacht, weil das halt wirklich nur für mich sein soll. Ja. Generell kann man hier noch Lerngruppen bilden. Das heißt, man kann einmal Lerngruppen erstellen. Du kannst auch über diese Seite andere Mitglieder fragen, ob die mit dir lernen möchten, oder du kannst auch mal gucken, was es für Lerngruppen gibt. Und da gibt es halt jetzt nicht nur Lerngruppen oder Karteikästen für Englisch, sondern wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Hier zum Beispiel Deutsch-Spanisch oder auch soziale Arbeit. Also es gibt wirklich alles, ja, was man für Schule und Uni irgendwie so in die Köpfe kriegen muss. So, jetzt muss ich leider schon Schluss machen, weil mir Jing nur 5 Minuten gibt. Tschüss!